Ihr fragt euch bestimmt jetzt so, hä, warum 10? Waren es nicht 7 Weltwunder? Ja, ist richtig, aber welche genau dazugehörten, da kommt es ziemlich drauf an, welche Liste man verwendet. Es gab nämlich schon in der Antike selber unterschiedliche Zusammenstellungen von Kunst und Bauwerken, die man damals als Weltwunder bezeichnete. Ich habe deswegen mal 10 zusammengesucht, darunter einige sehr bekannte und auch ein paar, die wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen. Los geht's! Und wir steigen ein mit Babylon. Babylon war in der Antike eine sehr reiche und mächtige Stadt in Mesopotamien, also etwa der Region des heutigen Irak. Mesopotamien war in der Antike eine sehr bedeutende Region und Babylon eine pulsierende Metropole mit etlichen EinwohnerInnen aus allen möglichen Ländern. Stadtmauern sind natürlich für eine antike Stadt jetzt nicht so ungewöhnlich, aber die König Nebukadnezar II. Im 7. Jahrhundert vor Christus um Babylon errichten ließ, die waren schon etwas sehr Besonderes, denn zum einen waren sie sehr lang, denn Babylon war damals schon eine sehr große Stadt, und zum anderen handelte es sich genau genommen um 3 Mauerringe. Die beiden inneren waren 7 Meter dick und der kleinere äußere immerhin noch 3 Meter, und davor befand sich noch ein Wassergraben. Die Höhe der Mauern ist nicht ganz klar. Man schätzt, dass sie etwa 8 Meter hoch gewesen sein könnten. Das hängt damit zusammen, dass sie damals komplett aus Lehmziegeln gebaut waren und sich nur sehr, sehr wenig davon erhalten hat, sodass man die Höhe nur schätzen kann. Aus antiken Texten und Beschreibungen wissen wir aber, dass diese Stadtmauern für antike Verhältnisse praktisch unüberwindbar waren. Aber das war noch nicht alles, denn König Nebukadnezar ließ die Stadtmauern von Babylon außen auch prächtig verkleiden. Als der deutsche Archäologe Koldewey um 1900 einige Reste der Stadtmauern ausgrub, fand er darunter auch das berühmte Ischtar-Tor. Das packte er ein und nahm es mit nach Berlin. Und dort kann man es heute im Pergamonmuseum besichtigen. Dass Europäer in fremde Länder fuhren und einfach ohne zu fragen irgendwelche archäologischen Funde mitnahmen, war zu der Zeit ziemlich üblich. Meistens handelte es sich dabei aber eher um so handliche Gegenstände wie Schmuck, Waffen oder Keramik. Die Briten und Franzosen nahmen auch gerne mal eine Mumie mit oder einen Sarkophag. Aber ein ganzes Stadttor einzupacken, ist dann schon so ein bisschen Next Level, könnte man sagen. Die Olympischen Spiele hatten ihren Ursprung, wie die meisten ja wissen, in Griechenland in der Antike. Was aber die wenigsten Leute heutzutage noch wissen, ist, dass die Olympischen Spiele natürlich eine Sportveranstaltung waren, aber dass sie im Rahmen eines religiösen Festivals für die Götter stattfanden. In Olympia, einer Kleinstadt in Griechenland, gab es deswegen neben den Sportstätten auch zahlreiche Heiligtümer und Tempel und darunter auch einen Tempel des Gottes Zeus, in dem sich eine gewaltige Statue des Gottes befand, auf einem Thron sitzend. Und in seiner linken oder auf seiner linken Hand hielt er die Göttin Nike, die Göttin des Sieges, und in der rechten einen Zepter oder einen Stab. Der Name des Künstlers, der diese Statue in den 430er Jahren vor Christus erschuf, ist sogar bis heute noch bekannt. Es handelte sich um einen gewissen Phidias bzw. Phidias. Man findet beide Namensformen. Die Zeus-Statue war in der Antike schon eine der ganz, ganz großen Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt gesehen haben musste. Und der spätere römische Kaiser Caligula soll sogar geplant haben, sie zu stehlen und nach Rom zu bringen. Dazu kam es aber nicht. Was aus der Statue später geworden ist, ist nicht so ganz klar. Spätere Quellen berichten von Zerfallserscheinungen und dass die Statue nicht mehr richtig gepflegt wurde. Diebe sollen außerdem 2 Goldglocken gestohlen haben. Im 4. Jahrhundert nach Christus wurden die Olympischen Spiele schließlich eingestellt, als das Christentum die beherrschende Religion geworden war. Und vielleicht wurde die Statue in dieser Zeit irgendwann zerstört. Vielleicht wurde sie auch erst noch nach Byzanz transportiert und dann dort bei einem Brand zerstört. Aber wirklich gesichert wissen wir das nicht. Gärten hatten in der Antike im Mittelmeerraum eine ganz besondere Bedeutung, und das können wir auch sehr gut nachvollziehen, denn wenn es heiß ist, dann ist es super angenehm, wenn man sich irgendwo im kühlen Grün erholen kann. Das machen wir heute auch noch gerne. Gärten gehörten außerdem, besonders im Orient, auch häufig zu Palästen dazu. Was jetzt aber genau die hängenden Gärten von Babylon waren, da herrscht ziemlich viel Unklarheit. Im Allgemeinen werden sie der Königin Semiramis zugeschrieben, der Gattin des assyrischen Königs Shamshi-Adad im 9. Jahrhundert vor Christus.
Sehr viel wissen wir über sie aber nicht und es ist noch nicht einmal ganz klar, ob das wirklich ihre Gärten waren. Die Gärten lagen offensichtlich nah beim Königspalast, nach einigen Quellen auf den Mauerkronen, also vielleicht so ein bisschen wie man so moderne Urban Gardening Konzepte hat, wo man Sachen auf dem Dach anpflanzt. Nach anderen Quellen handelte es sich eher um eine Art Plateau, das auf Säulen stand, die innen drin hohl waren bzw. mit Erde gefüllt, sodass die Bäume, die oben wuchsen, mit ihren Wurzeln in die Säulen reinwachsen konnten. Und nach wieder anderen Quellen handelte es sich dabei eher um so Terrassen, die so aussahen vielleicht wie Theater- oder Stadionränge und so übereinander gestapelt waren. So oder so war das Ganze eine beeindruckende architektonische Leistung im Gartenlandschaftsbau. Vor allen Dingen, weil man bedenken muss, dass das Ganze ja auch irgendwie bewässert werden musste. Das heißt, Wasser musste nach oben transportiert werden, um diese Gärten gießen zu können. Das passierte vermutlich mit Hilfe sogenannter Schnecken, also so Fördermaschinen für Wasser. Die wurden allerdings erst wohl im 4. Jahrhundert vor Christus erfunden. Weshalb man auch daran zweifelt, dass es wirklich Königin Semiramis war, der diese Gärten gehörten, denn die hatte ja schließlich wohl so um die 500 Jahre früher gelebt. Einige ForscherInnen zweifeln sogar mittlerweile daran, dass die Gärten überhaupt in Babylon standen und schicken Ninive ins Rennen, eine andere große Stadt in Mesopotamien. Man merkt also, nichts Genaues weiß man nicht. Trotzdem sind die hängenden Gärten von Babylon mein persönliches Lieblingsweltwunder. Und das liegt vielleicht tatsächlich genau daran, dass man nicht so genau weiß, wie sie ausgesehen haben sollen, sodass man sie sich so vorstellen kann, wie man sie halt selber cool finden würde. Rhodos ist nicht nur der Name einer griechischen Insel im östlichen Mittelmeer, sondern war in der Antike gleichzeitig auch der Name des Hauptortes auf dieser Insel. Die wurde von Feinden belagert und die Rhodier versprachen ihrem Hauptgott und Schutzgott Helios, dass sie ihm eine gewaltige Statue errichten würden, wenn sie den Krieg gewinnen würden. Und so kam es, dass um 300 vor Christus herum der Koloss von Rhodos errichtet wurde, eine gigantische Statue des Gottes Helios. Oft findet man Darstellungen des Koloss von Rhodos, wie er breitbeinig über dem Hafenbecken steht. Das geht aber auf eine mittelalterliche Legende zurück und heute wissen wir, dass es so eigentlich nicht gewesen sein kann, denn hätte der Koloss wirklich mit beiden Füßen auf dem Land gestanden, dann hätte er nicht nur 35 Meter hoch sein können. Denn das ist die Größe, die die antiken Quellen überliefern, irgendwas zwischen 30 und 35 Metern. Die Statue bestand aus Bronzeteilen, die über einem Gerüst montiert waren, also so ähnlich wie bei der Zeus-Statue in Olympia. Die antiken Quellen sagen übrigens über den Standort der Statue rein gar nichts. Es kann sein, dass sie am Hafen stand, es kann aber genauso gut sein, dass sie sich auf einem zentralen Platz mitten in der Stadt befand oder auch sehr wahrscheinlich, dass sie sich direkt neben einem Helios-Tempel oder Heiligtum befand. Ein solches Heiligtum konnte allerdings bisher noch nicht lokalisiert werden. Das heißt auf Deutsch, ArchäologInnen konnten bisher bei Ausgrabungen oder Untersuchungen noch keinerlei Hinweise darauf entdecken, wo sich ein solches Heiligtum befunden haben könnte. Um 227, 226 herum wurde der Koloss von Rhodos dann durch ein schweres Erdbeben zerstört und damit ist der Koloss von Rhodos das kurzlebigste aller Weltwunder auf dieser Liste. Die Reste lagen danach noch jahrhundertelang in der Gegend rum und konnten besichtigt werden. Ein Wiederaufbau wäre tatsächlich auch finanziell möglich gewesen, aber die Rhodier entschieden sich dagegen, weil sie befürchteten, dass der Neubau ebenso einstürzen könnte. Wahrscheinlich wurden die Reste dann in arabischer Zeit abtransportiert, eingeschmolzen und wiederverwendet. Heute ist vom Koloss von Rhodos nichts mehr zu sehen. Die Pyramiden von Ägypten kennen natürlich alle. Und das liegt sicherlich daran, dass sie das einzige Weltwunder der Antike sind, das bis heute erhalten ist. Genau genommen sprechen wir natürlich über die großen drei Pyramiden auf dem Plateau von Gizeh. Es gab ja in Ägypten durchaus noch ein paar mehr Pyramiden. Aber die meisten Pyramiden stehen gar nicht in Ägypten, sondern im Sudan. Und sie wurden auch gar nicht von den ÄgypterInnen gebaut, sondern von den KuschitInnen. Die kennt kaum jemand, obwohl sie ziemlich fleißige PyramidenbauerInnen waren. Deren Pyramiden waren dafür allerdings wesentlich kleiner. Aber egal. Wenn ihr mehr über eins dieser vergessenen Völker der Antike wissen wollt, wir haben darüber mal eine Podcast-Folge gemacht, in die ihr gerne mal reinhören könnt. Aber zurück zu den Pyramiden von Gizeh. Die wurden Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus gebaut, also vor 4.500 Jahren. Das ist ziemlich unvorstellbar.
Und was uns heute an den Pyramiden immer noch fasziniert, ist auch ziemlich deckungsgleich mit dem, was die Menschen der Antike daran so faszinierte, nämlich ihr Alter, ihre Größe und die Tatsache, dass wir bis heute nicht wissen, wie diese Dinger gebaut wurden. Mausoleum ist noch heute ein relativ weit verbreiteter Begriff für ein aufwendig gestaltetes oder sehr großes Grabmal. Seinen Namen hat dieses Gebäude allerdings von einem Kerl namens Mausolos. Der war ein persischer Provinzstatthalter, also ein ziemlich hohes Tier im Persischen Reich, und der von 377 bis 353 vor Christus amtierte. Manchmal wird er auch als König bezeichnet, obwohl er das streng genommen eigentlich gar nicht war. Ähnlich wie die ägyptischen Könige ließ sich Mausolos schon zu Lebzeiten ein Grabmal errichten, in dem er nach seinem Tod eben bestattet werden sollte. Dabei handelt es sich um einen rechteckigen Bau aus mehreren Stufen oder Etagen. Auf der obersten Etage befand sich eine Reihe von Säulen ringsum. Darüber gab es ein pyramidenförmiges Dach und auf diesem Dach noch einmal eine Quadriga, also ein Pferdeviergespann, so ähnlich wie das, was heute auf dem Brandenburger Tor in Berlin steht. Die vier Seiten des Mausoleums wurden von verschiedenen Künstlern unterschiedlich mit Statuen, Reliefs und anderen Bildhauerarbeiten gestaltet. Mausolos starb allerdings vor der Fertigstellung seines Grabmals, aber seine Frau Artemisia führte den Bau weiter. Auch sie starb dann allerdings ein Jahr vor der Fertigstellung im Jahr 350 vor Christus. Übrigens, bevor sich das jetzt jemand fragt, nein, man hat den toten Mausolos nicht irgendwo rumliegen lassen und vergammeln lassen. Er war eingeäschert worden, sodass man nach der Fertigstellung des Baus nur noch seine Urne in das Mausoleum bringen musste. Das Mausoleum wurde dann im Mittelalter durch mehrere Erdbeben zerstört und ein Teil der Steine offensichtlich für eine Kreuzfahrerfestung der Johanniter wiederverwendet. Heute ist davon also nichts mehr zu sehen. Allerdings, was geblieben ist, ist natürlich die Bezeichnung Mausoleum, die wir eben heute immer noch gelegentlich für ein sehr großes oder sehr aufwendiges Grabmal verwenden. Tempel, auch große Tempel, sind für die Antike natürlich auch nichts Ungewöhnliches. Aber der Tempel für die Jagdgöttin Artemis in der kleinasiatischen Stadt Ephesos soll sehr gewaltige Ausmaße gehabt haben und über 100 Meter lang gewesen sein. Auch die Bauzeit war rekordverdächtig, denn es soll 120 Jahre gedauert haben, den Tempel zu errichten. Das lag zum einen auch am morastigen Untergrund, der erst durch gewisse Bautechniken dafür vorbereitet werden musste, dass er überhaupt einen Tempel tragen konnte. Und zum zweiten auch daran, dass sehr viele Teile des Tempels aus Stein waren, unter anderem die Querbalken, die das Dach trugen. Auch um die an ihren Platz zu bringen, war eine besondere Bautechnik nötig. Man baute Rampen aus Sandsäcken, über die die Querbalken nach oben transportiert wurden, und anschließend wurden die Säcke angestochen, sodass der Sand rauslief und die Querbalken sich an ihren vorgesehenen Platz absenkten. Nur beim letzten Balken soll das dann nicht funktioniert haben, weshalb der verantwortliche Architekt sogar schon an Selbstmord dachte. Aber es war dann die Göttin Artemis höchst selbst, die durch ein angebliches Wunder dafür sorgte, dass über Nacht am nächsten Morgen dieser letzte Querbalken an seinem Platz lag. Der Architekt konnte also weiterleben. Viele Teile des Tempels bestanden aber trotzdem nach wie vor aus Holz, zum Beispiel die Tore und das Dach an sich. Und so kam es, dass er bei einem Brand am 21.07.356 vor Christus vollständig zerstört wurde. Das ist angeblich übrigens auch der Tag, an dem Alexander der Große geboren wurde. Als Brandstifter wurde ein gewisser Herostratos identifiziert und sein Motiv war Geltungsbedürfnis. Also durchgeknallte Terroristen gab es offensichtlich auch schon in der Antike. Der Tempel wurde danach wieder aufgebaut und dieser Neubau soll sogar noch prächtiger gewesen sein als der erste. Dieser Neubau wird auch ein paar Mal im Neuen Testament erwähnt und man geht davon aus, dass er bis in die Spätantike stand und vielleicht bei den Angriffen der Goten im 4. Jahrhundert nach Christus dann zerstört wurde und die Steine, das Baumaterial, dann wiederverwendet wurden. Das waren bis hierhin übrigens die 7 Weltwunder, die sich auf der ältesten vollständig erhaltenen Weltwunderliste aus der Antike selbst befinden. Diejenigen von euch, die sich aber ein bisschen mit Weltwundern auskennen, die vermissen jetzt mindestens eins, das auch sehr bekannt und berühmt ist. Und das kommt jetzt. D.
Den Leuchtturm auf der Insel Pharos kennen sicherlich auch viele. Es handelte sich dabei um einen Turm auf einer kleinen Insel vor dem Hafen der ägyptischen Stadt Alexandria. Er wurde zwischen 299 und 279 vor Christus erbaut und ist damit, zumindest bisher auf unserer Liste, das jüngste aller Weltwunder. Und er verdrängte kurz nach seiner Fertigstellung die Mauern von Babylon von der Liste. Über seine Höhe gibt es keine gesicherten Angaben. Er könnte bis zu 160 Meter hoch gewesen sein. Dann wäre der Leuchtturm von Pharos zu seiner Zeit tatsächlich das höchste Gebäude der Erde gewesen und sogar höher als die Pyramiden. Er bestand aus mehreren Stufen oder Ebenen übereinander, die sich so ein bisschen ähnlich wie Pyramiden nach oben hin leicht verjüngten. Auf seiner Spitze soll sich eine Statue des Poseidon oder des Zeus befunden haben, denn Ägypten wurde zu dieser Zeit von den MakedonInnen beherrscht, die kulturell und sprachlich den GriechInnen sehr nahe standen. Als Leuchtfeuer wurde möglicherweise tagsüber ein Hohlspiegel eingesetzt und nachts ein Feuer aus Pech oder Öl, das immerhin mehrere hundert Meter weit zu sehen war. Der Turm stand noch bis in islamische Zeit und soll sogar im 9. Jahrhundert nach Christus noch als Moschee genutzt worden sein, bevor er dann im Mittelalter ebenfalls durch ein schweres Erdbeben zerstört wurde. Delos ist eine kleine griechische Insel in der Ägäis. Heute lebt dort so ziemlich niemand mehr, aber in der Antike war die Insel tatsächlich sehr bedeutend als Handelsplatz und auch in der Mythologie sehr bekannt. Angeblich soll es sich ursprünglich um eine schwimmende Insel gehandelt haben, also tatsächlich eine Insel, die so durch die Weltmeere trieb. Und dann soll die Göttin Leto auf dieser Insel die beiden Götter Artemis und Apoll geboren haben. Daraufhin befestigte entweder Zeus oder Poseidon diese Insel mit Säulen am Meeresgrund, sodass sie nicht mehr wegschwimmen konnte. Die Geschichte klingt ein bisschen so, als hätte sie sich ein Kindergartenkind ausgedacht, aber Mythologie ist ja nun mal leider nicht so besonders rational. Jedenfalls befand sich aus diesem Grund auf der Insel Delos ein Heiligtum der Göttin Artemis und vor diesem Heiligtum ein Altar, den der Gott Apoll höchst selbst gebaut haben soll. Altäre standen in der Antike übrigens immer draußen vor dem Tempel, anders als das heute zum Beispiel in christlichen Kirchen ist, und das hatte auch einen ganz einfachen Grund, denn auf diesen Altären wurden Opfer gebracht und verbrannt. Und die Schweinerei will man ja jetzt nicht unbedingt im Haus haben. Die Vorstellung dahinter ist, dass der Rauch aufstieg zum Himmel und die Götter auf diesem Weg etwas von den Opfergaben hätten. Der Altar vor dem Tempel der Artemis auf der Insel Delos soll übrigens komplett aus Ziegenhörnern bestanden haben. Das ist natürlich jetzt schon ziemlich ungewöhnlich, aber ansonsten wissen wir über diesen Hörneraltar von Delos nicht so besonders viel. Auch das Amphitheatrum Flavium kennt ihr wahrscheinlich alle. Auch wenn ihr jetzt so denkt, hä, nie gehört. Stimmt auch wahrscheinlich, weil ihr vermutlich eher die Bezeichnung Kolosseum kennt. Dabei handelt es sich aber um eine spätere Bezeichnung für dieses Bauwerk, das heute wie kein zweites mit Rom assoziiert wird. Es ist damit, zumindest hier in diesem Video, das jüngste aller Weltwunder, denn es wurde zwischen 72 und 80 nach Christus erbaut, und zwar unter den zwei römischen Kaisern Vespasian und Titus. Und die gehörten zur Familie der Flavier, weshalb das Gebäude seinen Namen bekam, Amphitheatrum Flavium, was in etwa so viel bedeutet wie Arena der Flavier. Denn es handelte sich, auch wenn das so klingt, nicht um ein Theater, sondern um eine Arena für Gladiatoren und Tierkämpfe. Falls euch das Thema interessiert, dazu haben wir auch ein Video auf unserem Kanal gemacht. Über das Amphitheatrum Flavium könnte man eine Menge erzählen, aber ich mach's mal kurz. Selbst die Reste, die man heute noch in Rom besichtigen kann, sind ziemlich beeindruckend. Und zwar nicht nur wegen der Größe des Gebäudes, sondern auch wegen der ausgeklügelten Architektur und der Technik, also der Bühnentechnik, die das Gebäude in der Antike gehabt hat, mit unterirdischen Gängen und Kellern und irgendwelchen Aufzügen, über die Menschen oder Tiere in die Arena hochgelassen werden konnten und so weiter. In der Anfangsphase konnte das gesamte Gebäude oder beziehungsweise die Arena sogar noch komplett mit Wasser geflutet werden, sodass man in der Arena echte Seeschlachten mit Schiffen nachstellen konnte. Der Name Kolosseum kam schließlich zustande, weil in späterer Zeit gegenüber dem Gebäude eine gewaltige Statue des Kaisers Nero stand. Und, das kennen wir schon vom Koloss von Rhodos, solche riesigen monumentalen Statuen nannte man in der Antike eben einen Koloss. Damit heißt Kolosseum
so etwas wie das Gebäude neben dem Koloss. In der Spätantike fanden Gladiatorenkämpfe immer seltener statt. Aber wohl noch bis zur Eroberung Roms durch die Goten wurde die Arena regelmäßig für Tierkämpfe genutzt. Vermutlich sorgte der große Bevölkerungsrückgang in der Stadt Rom am Beginn des Mittelalters dann dafür, dass sich solche Sachen einfach nicht mehr lohnten. Und obwohl das Gebäude dann später zur Beschaffung von Baumaterial ziemlich geplündert wurde, sind die Reste, die wir heute in Rom besichtigen können, noch ziemlich beeindruckend. Das war meine Auswahl an Weltwundern aus der Antike. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr 7 davon auswählen müsstet, welche wären das? Oder welche modernen Bauwerke hätten es eurer Meinung nach verdient, auf einer solchen Liste zu stehen? Vergesst außerdem nicht, ein Like und ein Abo dazulassen und bis zum nächsten Mal.